Ein Kinderstrahlen sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Die Aktion Land Salzburg erfüllt Kinderträume, war ein riesengroßer Erfolg. Insgesamt 12 Herzenswünsche gingen in Erfüllung. Hier die besten Eindrücke davon. Ich darf so gerne mal einen Tag als Lokführer verbringen. Und genau diesen Wunsch haben wir Simon im Salzburger Freilichtmuseum erfüllt. Aber bevor es losgeht, gibt's von Lokführer Franz noch eine kleine Einschulung. Da ist der Dieselmotor drinnen. Ja, weil es gerade die Lokomotive zum Fahren gebracht. Da habe ich da gedrückt, dann habe ich gleichzeitig da nach vorne. Da so ungefähr. So ungefähr und schon fast profimäßig sah das auch bei Florian aus. Er durfte am Airport Salzburg im Cockpit eines Flugzeugs sitzen. Da sieht man, dass wenn man nach links tut, ist da vorne. Bei der linken Seite geht es nach oben, bei der rechten Seite geht es nach unten. Wie ein waschechter Ritter fühlte sich Lorenz auf der Burg Mauterndorf. Mit seinen besten Freunden durfte er in mittelalterliche Kostüme schlüpfen und jede Menge Fragen stellen. Wie sind die Ritter aufs Klo gegangen? Das ist eine gute Frage. Wir gehen ja dann in den Turm auf und dann zeige ich das. Blumps. Um Fragen stellen ging es auch bei Denise. Sie durfte nämlich den Landeshauptmann bei Kaukau und Kipferl mal so richtig ausquetschen. Was ist eigentlich Ihr Spitzname? In der Schule haben sie Hasi zu mir gesagt. So nennen die immer meine Mami. Jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt bin ich nur der Wilfried. Einen tierischen Tag verbrachten die glücklichen Gewinner Christina, Clemens, Sophie und Luisa. Das aufgeweckte Quartett durfte im Zoo Salzburg Tierpflegerin Lisa über die Schulter schauen und sogar Leopardenspielzeug präparieren. Ich finde mir auch gut, dass er das kriegt und schaut, was das ist. Auf Forschungsreise begab sich auch die 10-jährige Anna, die im Nationalpark mit Rangern Wildtiere beobachtet und dabei auch heilende Pflanzenarten entdeckt hat. Ja, ich habe da ein Bild gezeichnet und habe das eingeschickt und dann haben sie mich letzte Woche am Montag angerufen und haben gesagt, ich habe gewonnen. Ich habe mich voll gefreut. In die Rolle eines Reporters durfte der 13-jährige Georg schlüpfen. Er interviewte bei Dreharbeiten im Musikmuseum einen Politiker und gestaltete sogar seinen eigenen Videobeitrag. Also geht's wieder? Ja. Okay. Können Sie persönlich sich eigentlich noch an Ihr erstes Radio erinnern, das Sie zu Hause gehabt haben oder selbst gehabt haben? Naja, ich kann mich schon erinnern, das war, meine Erinnerungen fangen so Mitte der 60er Jahre an, wie ich 4, 5 Jahre alt war. Test. 1, 2, 3. Für den jungen Filmemacher ein Traumtag, den er sicherlich nicht so schnell vergessen wird. Also ich finde es echt richtig cool.